fragen. Hup, hup. Gehen wir mal. Laden. Hier kommen wir nicht. It's a crime scene. The local law enforcement has blocked the main entrance. It won't open. Wo muss ich nur lang? Variety Store. Gehen wir in den Variety Store vielleicht? It's a Variety Store. And it's closed. Er meinte doch irgendwas von wegen Variety, nicht Warenladen. Aha. It's unlocked. Ich habe an der falschen Stelle gesucht. Peter. Ich weiß nicht, könnt ihr überhaupt was erkennen? Ich meine, es ist bei mir schon sehr dunkel. Ich kenne das von anderen Let's Plays, dass es dunkel ist. You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are you? Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am? No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order. So I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. That figures. Brian? I don't believe I know a Brian. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and for much better liars than you. Look, Ruth. The rumor around town is that your lover boy is in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next two nights, just past the abandoned railway station to Rowley. When you find him, give him this. He'll know it's from me. Schaubereit? Wo war ich? Ja, genau. Ja, wenn es sehr dunkel ist, sieht man das auf YouTube meist schlecht. Ich empfehle Vollbild. Allerdings, da ich nicht in HD aufnehme, könnte das dann sehr verpixelt aussehen. Also, tut mir leid an der Stelle. Okay. Ich muss das Datum selber rausfinden, wie mies. Jetzt abbrechen. Okay. That's not right. Oh really? Dark Rufus Thomas Wade. Stammt von heute. Ja, welcher Tag ist denn heute? Jack Walters. Markiert. Was ich gerade weiter. Morgen Nachmittag. Das heißt, wir haben den 7.2. Wenn das Tag, das heißt der 6.2. 6.2.12. Nee, geht nicht. That's not right.
That's not right. Also, bla 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 bla, da vielleicht. Gestern hatte sie ihren 10. Geburtstag, Veränderung kann ich nicht wegbiegen, bla bla bla. Ein Tag oder das Jahr. Sehr viel Freude, ich freute mich so sehr. Tag, Monat, Tag, Jahr. 4 Stunden hier. Das heißt 2, 6, 12 müsste es sein. 2, 6, 1, 2. Uhrzeigersinn beginnen. Okay. 2. Halt. 2, aber wie bestätige ich das? 2. That's not right. Really. Wie bestätige ich das? Das hier 2. 6. 1. 2. I must have made a mistake. Ja. Hätte ich hier auch sagen können. Ich weiß nicht, wie man den Mist eingibt. Ich hab das da, das müsste... 2, doch da, 2, 6, 12. Nochmal. Verdammt, falsche Taste. So, allgemeine Identitätsbuch des Thomas Wade. Zack, zack. Kombination für den Feld. Nur in dieser Reihenfolge und dem Uhrzeigersinn beginnen. Es ist Februar, also es ist 2. Gestern war der 6. Das ist 2. Gestern war 1922, also 10 Jahre zuvor, müsste 1912 gewesen sein. Richtig? Richtig. Das heißt, 2 Februar, 6 für den Tag und 12 für das Jahr. Im Uhrzeit, vierstellige Zahl, also 2, 6, 1, 2. Müssen genau in dieser Reihenfolge und im Uhrzeigersinn beginnend. Ich weiß halt nicht, wie man einen scheiß Safe öffnet, das ist mein Problem. It won't open. Ich weiß halt nicht, wie ich denn das drehen soll. Also 2. Ist ja auch Schwachsinn irgendwie. Dann muss ich eigentlich kann ja auch jeder Trottel einfach drehen. Ich bin jetzt auf 0. 2. 6. 1. 2. That's not right. Vielleicht 0. 2. 0. 6. 1. 2. Hätte ja sein können, ne? 1. Sechs. 1, 2. That's not right. Wie mache ich das? Dafür soll ich wissen, wie man direkt safe öffnet. Warte, im Uhrzeigersinn beginnend war das doch, oder? Verdammt, die Hauptkasse. Tagebuch, nein, falsch. Uhrzeigersinn beginnend. Das heißt, ich gehe erst von 0 auf 2 und dann wechsle ich die Richtung. Ah, ich bin gut. Also 0, 2, 6, 1,
2. Ja! I must have made a mistake. Verdammt! Okay, nochmal.